So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Little Dragon Café. Wir müssen jetzt die Zwiebeln holen, nach denen verlangt wurde. Und ich würde sagen, das machen wir doch auch mal ganz fix. Sammelpunkte. Es gibt verschiedene Arten von Sammelpunkten. Schaue nach Punkten mit Schmetterlingen oder Punkten mit Früchten dran. Okay. Aha, es gibt Fresh, Rare und Shiny. Shiny. Hier. Alles klar. Onion, Onion, Onion. Nice. Das war's schon, glaube ich. Okay, das war's. Wir haben die Onions, die Zwiebeln. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. So, wir haben sie auch ins Essenslager gepackt, weil wir automatisch das tun so. So, Hallöchen. Wo ist denn der Vater eigentlich? Man weiß es nicht. Das sind aber schöne, frische Zwiebeln. Vielen Dank. Ich weiß, ihr seid gerade erst zurückgekommen, aber ich hab schon wieder ein etwas, was ihr erledigen könntet für mich. Könntet ihr fischen gehen? Ich denke, Sardinen sollten ausreichen. Könntet ihr losgehen und welche für mich fangen? Ich weiß, ich sag das die ganze Zeit, aber vergesst dann bitte nicht, sie ins Essenslager zu packen, wenn ihr welche gefangen habt. Das passiert doch automatisch, oder nicht? Es gibt eventuell viele Fische, die da unten an der Küste bei den Steinen rumschwimmen. Lass uns Auge aufhalten nach einem perfekten Platz, um Fische zu fangen. Oh, und vergiss nicht, auf den, ach Gott, um Gottes Willen, vergiss nicht, darauf zu achten, was mit dem Schwimmer passiert, nachdem du ihn ausgeworfen hast. Wenn du siehst, dass er unter die Oberfläche gezogen wird, zieh ihn raus, um den Fisch zu fangen. Viel Glück, DVK. Achso, sie kommt nicht mit. Achso. Alles klar. Alles klar. Go, 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 go. Seit wann haben wir eine Angel? Vielleicht haben wir einfach alles dabei. Jetzt wechseln. So. Da waren wir ja schon. Wir wissen, wo es lang geht. Dim-d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 im. So. Hallo. Hui, sie fliegen weg. Schön. So. Fish by pressing the A button. Near an area where fishes can be seen in the water. Look for their shadows. Okay, alles passiert mit dem A-Button. Okay, es sieht ein bisschen aus wie bei Animal Crossing. Ich habe eine Sardine gefangen. So, die reicht ja schon eigentlich, aber ich komme. Oh fuck, das war viel zu früh. Aber sie verschwinden nicht, wenn ich noch eine Sardine. Okay, reicht. Okay, wir haben's. Was ist das hier? Klicklackreis, Klicklackreis, Klicklackreis. Sehr gut. Da kommt Reis. Das ist ein Stein, oder? Naja, whatever. So. Hoch.
und rechts und da rein. Perfekt. Jetzt wechseln zu Ihrem neuen Internetanbieter. So, sind schon drin und Hallöchen. Wir stehen alle nur faul da rum, ey. Unfassbar. Großartige Arbeit, ihr zwei. Hä, sie war doch die ganze Zeit hier. Ich bin doch alleine losgegangen. Eieiei. Danke fürs Aushelfen. Gar kein Problem. Mom, alles okay mit dir? Du siehst ein bisschen blass aus. Ach, sorgt euch nicht. Mir geht's gut. Ich glaube, ich bin nur ein bisschen müde. Hey, was würdet ihr beiden zum Frühstück morgen wollen? Fleisch? Fisch? Vielleicht ein bisschen Gemüse? Ich nehme Fisch. Also Fisch. Ich schütte mein Herz in diesem aus. Also hoffe ich, dass ihr beiden es mögen würdet. Yummy, danke, Mom. Warum holst du dir nicht ein bisschen, ruhst du dich nicht ein bisschen aus, Mom? Ach, mir geht's gut, alles gut. Es gibt immer noch ein bisschen was zu tun, auch davon abgesehen. Ich muss ein bisschen was vorbereiten für morgen. Mom, bitte pass auf dich auf, ja? Natürlich. Danke für das Sorgen machen. Ihr zwei solltet jetzt auch ein bisschen ausruhen. Sicher. Mom? Bitte mach ganz entspannt, ja? Werde ich, danke. Süße Träume, ihr zwei. Was? Ist doch noch gar nicht dunkel. Ich dachte, jetzt wird ein bisschen gezockt. Mein Vater hat es mir, seit ich Kind war, erzählt. Das Blut, was in mir fließt, ist. Ich glaube, meine Zeit ist gekommen. Was? Blutkrebs? Nein, ich glaube nicht. Der Raum der Zwillinge. Ah, wir können das Spiel hier speichern. Und wir werden dann am Morgen aufwachen. Das ist doch okay. Okay, und wir können hier auch nochmal Szenen neu abspielen. Kann ich wieder reden? Nein. Alter, sie erstmal ins Bett legen. Ah, hier. About the Album. Hier kann man die ganzen Dialoge nochmal sehen. Ich wüsste jetzt nicht wieso, aber okay. Und wir können hier reinpennen. Offensichtlich ist es auch ein Hahn. Offensichtlich ist es eigentlich ein Hahn, den wir da haben, der Eivogel. Weil ich habe keinen anderen Vogel gesehen. Oder kein anderes Huhn. Und dabei legt auch noch Eier gleichzeitig. Das ist ein krasser Typ. Morgen. Das Wetter draußen sieht perfekt aus. Wir sollten ein paar Zutaten sammeln nach dem Frühstück. Morgen, Mom. Ist nicht da, ist krank. Wahrscheinlich. Das ist komisch. Hat sie vielleicht verschlafen? Ich bin so hungrig. Warum gehen wir nicht los und gucken mal in ihrem Raum? Im Zimmer. Mom verschläft normalerweise nicht. Was geht hier? Was passiert hier? Was ist los? Hey Mom, rise and shine. Mom, alles klar? Warum wacht sie nicht auf?
DVK, was ist los mit Mom? Mom, wach auf, Mom! Ein Priester, scheiße. Was? Ja. Ja. Pfö. Ich bin froh, ich hab's zur richtigen Zeit geschafft. Oh, warte. Ich glaube, ich hab's nicht geschafft. Wer bist du? Ich bin ein Zauber. Oh, nein, ich bin ein einsamer alter Mann. Aber genug von mir. Es sieht so aus, als ob eure Mutter noch nicht aufgewacht wäre. Ja, was ist los? Naja. Eure Mutter ist zum Teil Mensch und ist zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Drache. Das wisst ihr, oder? Sie ist was? Oh, ihr wusst also nicht. Seht, ihr menschliches und Drachenblut synchronisieren nicht richtig miteinander. So offensichtlich geht's ihr gerade nicht so ganz so gut. Synchronisieren? In der Tat. In anderen Worten, oh, wie kann ich das in Worte fassen? Ihre Bluttypen passen nicht zusammen. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, ob ich verstehe richtig. Auf jeden Fall. Es sieht so aus, als ob ich ein bisschen zu spät gewesen wäre. Aber ich kam trotzdem so schnell, als ich konnte. Also, Mom ist in der kritischen Zustand. Was können wir machen, damit es ihr besser geht? Es wird nicht einfach, aber es gibt einen Weg, um Harmonie zwischen ihren Bluttypen herzustellen. Er ist doch ein Zauberer. Also, so geht's. Jetzt, das ist kein normales Ei, Kinder. Es ist ein wirklich spezielles Drachenei. Wenn ihr es korrekt aufzieht, bin ich mir sicher, es wird euch die Hilfe geben, die ihr braucht. Drachenei. Also was du sagst ist, wir können Mutter retten, wenn wir den Drachen aufziehen. Ja. Aber ihr müsst mehr als das machen, als ihm wachsen zuzuschauen. Ihr müsst einen großartigen Drachen aufziehen, indem ihr ihm wirklich wunderbares Essen gebt. Leckeres Essen. Aber Mom wird nicht in der Lage sein, uns zu helfen damit. Warum die langen Gesichter, ihr zwei? Habt ein bisschen Vertrauen. Ich hab nur lecker gesagt als ein Beispiel. Ich weiß wirklich nicht, wie man ihn aufzieht. Aber ich bin mir sicher, es wird großartig und stark sein, wenn ihr beide nur eben nur genug Liebe gebt. Aber denkt ja nicht daran, das zu essen. Das große, leckere Ei. Also seid ihr zwei nicht wirklich. Habt ihr beiden nicht wirklich Vertrauen in eure Kochskills, hä? Hat auch Hunger. Haben wir schon die ganze Zeit gehört. Sind Sie hungrig? Sieht so aus, als ob ich noch nicht der Einzige bin. Auf geht's, es ist Zeit zu essen.
Ihr zwei habt, ihr müsst eure Mutter retten. Also stellt sicher, dass ihr genug Energie habt für die Strecke, die vor euch liegt. Mom, wir sind stumm. Wir sagen nichts. Wir sind krass. Alter Mann, auch lieb immer. Kommt jetzt. Nennt mich Papi. Was? Okay, Papi. Papi, okay. Also, Mutter wird's okay gehen, oder? Also, als erstes müsst ihr den Drachen aufziehen. Vertraut mir. Es wird sich alles zusammenfinden. Nach einer Zeit. Papi, woher kennst du überhaupt Mutter? Wir haben dich noch nie zuvor gesehen. Wer bist du? Ich bin nur hier gekommen, um zu helfen. Kommt irgendwie verdächtig für euch aus. Vielleicht soll ich das nicht beantworten. Aber du bist gekommen, um zu helfen, oder? Wenn das so ist, dann vertraue ich dir, Papi. Alter Mann. Er hat auch keine Beine, er schwebt, glaube ich. Also, dann lasst uns Frühstück haben. Dieses ganze Eiergespräch hat dazu geführt, dass ich jetzt auch Eier haben möchte. Wir können dir ein Spiegelei machen, wenn du es möchtest. Oh, das wäre großartig. Davon nehme ich eins. Auf geht's. Ne, tu dieses großartige Ei mal beiseite und lass uns loslegen. Okay, da schnippt gleich das Drache draus. Okay, und ich würde sagen, das wunderschöne Spiegelei kochen wir in der nächsten Folge. Und danach machen wir wahrscheinlich dann so Folge Tag für Tag. Gehe ich mal von aus, weil das passt ja dann perfekt mit Speichern. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich bin raus. Euer DVK.